Oh ja, sehr schön. Ey, das ist ja genau, wenn er. Ja, ich muss hier einmal wieder raus. Kann ich eigentlich hier lang gehen? Geht das? Ist da ein Vent oder sowas? Wahrscheinlich nicht, ne? Frage, die ich mir halt stelle, rennt das Vieh hier irgendwo rum? Ja, nein, vielleicht. Jetzt schon? Station evakuieren. Dies ist keine Übung. Falsche Taste. Erstmal schön hart verklicken, ey. Und wenn nicht, nächste Frage, wo ist das Vieh? Ist es jetzt weg oder ist es doch noch Bock? Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück. Bis hierzu durch den orbitalen Notfallkoordinator erteilt wurde. Das wie es im anderen Raum, ne? ich glaube, es ist in einem Vent. Weil theoretisch sollte es. Aha. Hallo, Mister. Na, was geht so? Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihren Notaufsichtssystem. Ja, einfach weiter. Ich bin gar nicht da. Boah, ich hoffe, man sieht irgendwas. Ich glaube, man sieht nicht wirklich viel, wa? Ich kann aber gerade das Licht nicht anmachen. Das Vieh steht direkt vor mir. Gegangen? Es ist hier vorne drin jetzt, ne? Orbitalstabilisatoren ausfallen. Kannst du mal deinen. Station verlassen. Okay, das Vieh kommt zurück. Stopft ihr gleich vorbei. Ist es in einem Vent? Da scheint ein Vent-Ausgang zu sein, okay. Station evakuieren. Dies ist keine Übung. Ja. Da ist gerade die Tür wieder aufgegangen. Aber das Vieh ist. Ah, da ist es. Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die
die Erlaubnis hierzu durch den orbitalen Notfallkoordinator erteilt wurde. Wie machen wir das am dümmsten? Internet echt wenig. Ja, aber doch ein bisschen was sieht man. Ich komme hier bestimmt gleich irgendwo rausgescheißert. Da habe ich die Briefensiegel drauf. Orbitalstabilisatoren ausfallen. Station verlassen. Station verlassen. Es ist relativ nah. Wo ist... Ah doch, jetzt ist es irgendwo hier in der Nähe. Bin gar nicht hier. Wieder in den Raum verschwunden, wo ich rein muss. Ich muss da jetzt lang. Das Ding ist, also ich muss hier rum. Leider weiterlaufen, anders geht's nicht. Ich überlege halt gerade, wie man am geschicktesten durchkommt. Also man kann jetzt hier halt langlatschen. Hier vorne könnte ich mich dann wieder hinter dem Stuhl verstecken, was semi-optimal ist, weil das Vieh rennt auch hier rum und dann kriegt's mich. Wenn ich hier aber erstmal bin und das Vieh immer flambieren kann, dann habe ich vielleicht einen Vorteil, dass ich hier durchkomme. Mal gucken. Station evakuieren. Dies ist keine Übung. Von mir. Achso, dann ist es gerade in dem Raum drin. Das ist irgendwie optimal. Das ist gerade hier. Was richtig, richtig kacke ist. Wenn es hier wäre, wäre das optimal. Geschweige denn vielleicht sogar hier lang könnte. Aber da ich in diesem Sektor mich befinde, wird es auch hier sein. Und selbst wenn es irgendwo in den Vent verschwindet, wird es hier vorne oder hier wieder aus dem Vent rauskommen. Oder vielleicht, ich weiß nicht, ob hier auch ein Vent ist. Ich glaube aber schon. Nervig ist nur, dass ich den schönen Generator jetzt wieder benutzen muss. Ich kann eigentlich weiter gucken als so, ne? Ja, ist okay, ich hab's verstanden, du bist hier. Genau das meine ich. Es ist halt in einem Vent verschwunden und instant aus einem Vent in der Nähe gefühlt wieder rausgekommen. Kehren Sie
der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den orbitalen Notfallkoordinator erteilt wurde. Zum Glück hat das Ding anscheinend Kartoffeln in den Ohren, du. Sonst hättet mich schon gesehen. Aber das Problem ist halt wieder, das Vieh ist wieder in dem Raum neben... Sie ist gerade nirgendwo, das ist interessant. Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihre Notaufsichtssynthesen. Das war doch da gerade. Oder? Das Tier hat sich doch gerade bewegt. Ah, da kommt's gerade angelaufen. Bitte was? Orbitalstabilisatoren ausfallen. Station verlassen. Station verlassen. Okay, das Mistvieh ist aber mal direkt vor mir gewesen. Okay. Station evakuieren. Dies ist keine Übung. Hier wahrscheinlich, damit es aus meinem Dings verschwindet. Boah, gib mir das hier auf den Keks. Stinker, verdrück dich. Boah, ist das nervig. Ich höre halt nichts, ne? Keine Bewegung auf dem Radar, kein nix. Das Ding ist, das Vieh kann auch hier hinten rausgekommen sein und kommt mir jetzt hier gleich einfach entgegen, ne? Genau das habe ich mir nämlich gedacht.
Okay, das Vieh ist hinter mir. Schnell, lass mich da rein. Ah, ich bin schon wieder so angespannt. Das hier steht halt direkt hier vorne. Es bewegt sich nicht. Wenn das Vieh jetzt gleich in einem der Sidewinds entgegenspringt, ne, dann rast sich aus. Es ist hier drinnen. Im Projektorraum. Das stinkt nach Magie und zwar hart. Ich müsste eigentlich darauf warten, dass das Vieh hier im Wind verschwindet und hier wieder rauskommt, weil dann habe ich die längste Zeit, den Generator zu aktivieren und wieder nach hinten zu laufen. Wird das passieren? Nein, ich glaube nicht. Aber so weit waren wir in den letzten Versuchen schon lange nicht mehr. Deswegen, bitte, bitte.